Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Citizen. Wir befinden uns hier kurz vor dem Bunker und sind eventuell ein bisschen schnell. Landing Gear down. Sehr schön. Denn wir haben die Mission bekommen, diesen Bunker ein wenig aufzuräumen. Warum ist es denn in der Innenansicht so hell? Und wenn ich außen gucke, ist es dunkel? Andersrum? Whatever, jetzt hat sich eh gerade angepasst. Okay, never mind. Gut, lass uns mal hier runterfliegen. Verbleibende Feinde, 10 Stück, okay. Wir landen mal irgendwo hier ganz in der Nähe. Doch hier sind nicht schon draußen irgendwelche Feinde. Okay, warte mal, ich muss mal in die Außenansicht. Eigentlich ist da auch ein Landepad, ne? Vielleicht sollten wir einfach darauf landen. Oder was ist das hier? Sieht ein bisschen weird aus. Oh Gott, das ist ein Gebäude. Hilfe! Aua! Wir hängen irgendwo. Okay, wir landen einfach hier vorne. Hier so. Wir drehen uns mal ein bisschen. So. Null bitte. Wo sind wir jetzt? Ist hier gut zum Landen? Ah, nö, da ist ein Gebäude unter uns. Meine Güte, das kann ja nicht so schwierig sein. Wir landen jetzt einfach hier. Geht doch. So, wir wechseln in den Kampfmodus. Damit die Schilde aktiviert werden. Das haben wir nämlich letztes Mal nicht gemacht. Und dann steigen wir aus. Und gehen rein in den Bunker. Müssen wir mal vorher checken, dass unsere Waffe auch richtig geladen ist. Nicht, dass wir wieder das gleiche Problem haben. So, 23 Schuss. Sehr gut. Das läuft. Dann machen wir auf das Ding. Zu, aus sicherheitstechnischen Gründen. Okay, ich nehme an, das da ist der Bunker, was? Da steht auch schon Aufzug, dick und fett. Müssen nur mal gucken, wo hier die Feinde sind, aber eventuell sind die erst drinne, was? Hier zumindest hier weit und breit niemanden rumlaufen. Und der ganze Bunker leuchtet auch schon rot. Der wird ja irgendwie angegriffen, glaube ich, ne? Wenn ich das richtig gelesen habe, richtig an Erinnerung habe. Könnten wir hier auch mal ein bisschen sprinten. So. Bin sehr gespannt, wie das ballern wird. Wir haben jetzt halt nur eine Pistole mit. Das ist ein bisschen ungünstig eventuell. Ich weiß es nicht. Okay. Hier ist erstmal keiner. 10 Feinde sind es. Unter der Ebene. Junge, der Bunker ist aber echt tief. Sehr, sehr tief. Was ist los hier? Ganz ruhig, Jungs. Ich komme in Frieden. Okay. Ach, hier sind ja auch befreundete Leute von uns, ne? Das sind die Grünen hier wahrscheinlich. Die dürfen nicht sterben. Okay, einen haben wir. Leicht verbuggt auf jeden Fall das Ganze. Dann kannst du bitte... Oh Gott, der hat schon wieder nicht richtig nachgeladen. Okay, jetzt hat er richtig nachgeladen. Holy shit. Okay, ich würde mir gerne das Gewehr schnappen. Ich habe nämlich so ein bisschen Angst, dass sich unsere... Die Pistole ist aber ganz nice. Die ballert ganz schön. Dass unsere Pistole uns in den Stich lässt.
someone get eyes on this slippery bastard now. Alter, die Waffe ging schon wieder nicht. Was ist das für eine Scheiße? War die Waffe alle? Hätte einfach bei der Pistole bleiben sollen. Tja. Du stirbst in einer Stunde und 29 Minuten. Wie lange kann man denn bitte liegen bleiben? Kann ich mich irgendwie regenerieren? Da unten steht immer irgendwas. Regeneration, Backspace, Rettung anfragen, M. Ja, 6 verbleibende Feinde. Ihr seid ja wieder mal lustig. How are you? Mir geht's bestens, danke. Bis auf, dass ich eben gerade gestorben bin. Ansonsten kann ich... Kann ich mich nicht beschweren. Okay, wir können also einfach zu unserer Leiche fliegen. So, das Problem ist, wir brauchen jetzt wieder einen Raumanzug und so eine Scheiße. Ja, flucht nochmal. Wir brauchen einen Aufzug erstmal, um hier rauszukommen. Dann müssen wir uns neu einkleiden. Und müssen unsere Waffen wiederholen. Warum hat denn bitte diese ganze Scheiße so rumgebackt? Erst konnte meine Pistole nicht nachladen, dann hebe ich das Gewehr auf und ich konnte auch nicht schießen. Ich habe jetzt nicht gesehen, ob irgendwie die Muni alle war. Habe ich jetzt tatsächlich nicht so drauf geachtet. Halt. Aber... Ja, das war irgendwie ein bisschen blöd. Da geht's runter zum Hafen. Ja, das Problem ist, wir müssen jetzt einen Anzug, glaube ich, erstmal kaufen, damit wir in Magazine einlagern können. Oben, ja. Ne, warte mal, hier bin ich falsch, ne? Hier müssen wir, glaube ich, lang. Kann ich meine Waffe hier ziehen? Ich kann meine Waffe ja auch, glaube ich, hier nicht ziehen. Das heißt, ich kann gar nicht checken, ob ich jetzt Muni am Start habe. Ja, scheiß drauf. Wir kaufen uns einen Anzug. Und dann fliegen wir da wieder hin. So. Wie viel hat der denn hier nochmal gekostet? Gott, wir haben nur 1700. Warum haben wir denn eigentlich nur so wenig Geld? Hat es so viel gekostet, die Behandlung? Wir kaufen mal so eine Rüstung. Und dann will ich mal gucken, ob ich jetzt hier meine Magazine reinkriege. Ne, doch. Ja, perfekt. Okay, dann kaufen wir noch ein Magazin. Und dann nehmen wir nämlich die Pistole. Was ist das für eine Pistole? Eine Arc Light. Arc Light, okay. Arc Light, Arc Light, Arc Light. So, Moment. Was ist das Ding? Arc Light Pistolenbatterie, 30 Schuss. Kaufen. Kaufen. So. Moment. Hat die 30 Schuss? Die hat doch keine 30 Schuss, oder nicht? Also irgendwie ist heute aber alles ein bisschen buggy. So, doch, die hat 30 Schuss. Okay, okay, nice. Dann ballern wir das mal hier rein. Gut, dann haben wir auf jeden Fall genug Muni, um unsere Sachen wiederzuholen. Okay, dann würde ich sagen, ich hüpfe mal schnell zum Raumhafen. Setze einen kleinen Cut und wir sehen uns vor Ort einfach wieder. Den Flug braucht ihr ja jetzt nicht nochmal mitmachen. Das zieht das Ganze noch in die Länge. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Und wie ihr seht, sind wir mit den ganz großen Geschützen unterwegs. Wir haben uns hier so eine schöne kleine Herkules geschnappt, die ich mir noch von der Messe ausgeliehen habe. Ja. Und wenn die Kollegen da in dem Bunker Stress machen, dann werfen wir einfach mal ein paar Bomben drauf, würde ich sagen. Das ist nämlich hier die Bomber-Variante. Ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Wahrscheinlich nicht, weil dafür brauchen wir wahrscheinlich mehrere Leute. Aber okay, gut, egal. Ich schwebe einfach oben drüber und lasse einfach die Bomben fallen. Das könnte man tatsächlich mal ausprobieren, ob das funktioniert. Wenn ich die so schweben lasse, aussteige. Ja. Müsste doch eigentlich klappen, oder? So, wir bremsen mal. Wir fahren mal das Landefahrwerk aus. Und wir sollten dringend ein bisschen mehr noch bremsen.
Jo, bremsen. So, ein bisschen hoch. Wo sind wir jetzt hier so? Ja, gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Wir machen es mal ein bisschen hoch. Ich weiß gar nicht, wo unser anderes Schiff ist. So, wo können wir denn mal landen? Ich glaube, wir landen einfach. Ja, wir landen einfach hier, genau. Oh Gott. Vielleicht war das nicht so eine ganz sanfte Landung. So. Ne? So, ja, so ist gut. Schön runter. Perfekt. Meter. Ganz schön weit weg gelandet. Egal. Mach auf den Spaß. Wir müssen jetzt raus da. So. Müssen wir direkt reinladen, nicht, dass wir hier wieder Stress kriegen. Na, es ist schon wieder verbuggt, bitte. Oh, ne, jetzt hat es reingeladen. Okay. Dauert irgendwie immer ein bisschen. Gefährlich. Ganz gefährlich. So, Fahrstuhl. Und dann holen wir uns unsere Sachen wieder. Eigentlich können wir auch die Dings hier reinfliegen, dann unsere Cutter. Die können wir hier eigentlich mal reinbringen und dann können wir die mitnehmen. Oh ja, das können wir gleich mal ausprobieren, ob das klappt. Das wäre nice. Ach so, das war übrigens falsch. Wir wollen das Schiff verlassen. So. Warte mal, wo war hier die das Bedienungselement? Ach, leck mich doch. Warte mal. Ach, so geht's auch. Perfekt, das Ding fährt ein. So, da ist die Cutter. Aber wo müssen wir jetzt nochmal rein? Hier müsste der Eingang gewesen sein von dem Bunker-Ding, ne? Ja, ich glaube. Irgendwo hier um die Ecke, wir sind von da oben gekommen. So, 6 von 10 Feinden verbleibend. Na gut, dann gehen wir da nochmal runter, ne? Und hoffen, dass das diesmal ein bisschen besser klappt. Wir haben allerdings so gut wie gar keine Rüstung. Das heißt, wir sollten eigentlich ein bisschen Acht darauf geben, dass wir nicht so viel gehittet werden, bis wir unseren Leichnam gelootet haben. Jetzt weiß ich gar nicht, wo war denn hier der Ein- und Ausgang? Ich glaube, wir sind hier auf der anderen Seite rausgekommen, ne? Ja. So, Kollegen, ich bin wieder zurück. Mhm. Schnauze halten, bitte. So. Da ist meine Leiche auf jeden Fall. Da ist der nächste kleine Schlingel. Lad nach. Lad nach. Lad die scheiß Knarre nach. Danke. So. Kann ich jetzt mal looten? Okay, wir brauchen die Waffe. Gib mir die Waffe. Nein. Hilfe. So, Gottes Willen. Hier haben wir 50 Schuss. Ist nur noch einer. Okay, dann lass uns erst den töten und dann können wir entspannt looten. Sehr schön.
Ich muss sagen, ich mag die Tötungsanimation. Cool, 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 cool. So, dann lass uns mal unseren Shit wieder zurückholen. Ich will mal in das andere Inventar rein. Perfekt. So, dann können wir nämlich hier unsere Rüstung anziehen. Beziehungsweise können wir das irgendwie mal droppen. Meine Güte. Wie kann ich denn... wie kann ich das fallen lassen? Kann ich das überhaupt irgendwie fallen lassen? Okay, wir machen es... Okay, warte, 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 warte. Ganz anders. Pass auf, wir machen es ganz anders. Also. Irgendwie... Extern, ja, kann ich das mal hier reinmachen? Och, komm schon, Jungs. Wie mache ich das denn jetzt? Oh. Warum kann ich auch die Hose nicht anziehen? Bin maximal irritiert. Gut, warte mal, lass uns mal hier den Traktorstahl nehmen. Den machen wir uns mal hier dran. Hat das geklappt? Ja, perfekt. Dann nehmen wir erstmal unsere Leiche mit. So, lass mal wechseln. Na ne, lass mal auf 5 wechseln. So, okay. Also, wir nehmen jetzt erstmal unsere Leiche mit. Okay, wir haben 28 Minuten, um hier scheinbar rauszukommen. Das ist ja gar kein Problem. Masse überschritten, ja, ja, ja. So. Wir legen den erstmal dahin. Wir wollen aber mehr Loot haben. Bedeutet, wir nehmen diese ganzen Knarren und so, nehmen wir auch mit. Okay, die hat es, glaube ich, rausgebackt. Ah, kurz den Kopf gestoßen, das wird schon. Bist ja eh tot. So, dich nehmen wir auch noch mit. Dann machen wir so einen schönen Leichenhaufen in unserem Schiff. Und verkaufen deren ganze Ausrüstung. Sollten wir ja direkt aus dem Schiff raus verkaufen können, oder? Wie ist das? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, die backt es nicht alle weg. Und wir müssen auch mal gucken, ob es hier irgendwelche Kisten oder sowas gibt. Vor allem würde ich erstmal gerne meinen Raumanzug irgendwie anziehen, wenn das möglich wäre. So. Lass uns nochmal kurz durchsuchen drücken. Wie kann ich denn jetzt hier meine Sachen switchen? Warum kann ich das nicht anziehen? Ich habe hier auch nicht diese ganzen Dinger. Ich kann das irgendwie nicht ausziehen. Ah, ich verstehe nur nicht warum. Ach, scheiß drauf, wir nehmen es mit ins Schiff. Und dann sehen wir weiter. Wer schreit denn hier? Noch alle tot, oder nicht? Nicht, dass hier noch irgendwo herumfletzt. So, haben wir hier irgendwas zum Looten? Oh, hier. Oh, das nehmen wir, stecken wir mal alles einfach ein hier. Gute Med-Pistole. Warum kann ich die nicht reinmachen? Okay, das würde mich überladen. Alles klar, ich verstehe. Können wir die hier noch irgendwo dran machen? Nö, schaffen wir nicht. Na gut. Hm. Was gibt es denn hier noch Schönes zu holen? Gibt es hier überhaupt richtig coolen Loot oder so? Ich weiß es nicht. Kenne mich ja nicht aus. Die Kiste kann man nicht angehen scheinbar. Was war das? Nö, das ist alles nix. Das ist alles nix. Das ist alles nix.
Irgendwer in den Kommentaren hat einen Tipp geschrieben, welche Kisten man, glaube ich, irgendwie looten kann. Aber ich habe es vergessen. Hat irgendwer eine Farbe, glaube ich, geschrieben. Okay, hier kann man irgendwas... Kann man hier irgendwas machen? Upload abgeschlossen. Nö, scheinbar nicht. Kommen wir hier durch? Nö, auch nicht. Wäre ja interessant, ob diese Bunker irgendwann mal noch größer werden, also ob man noch weiter rein kann und vielleicht quasi mehr machen kann. So, wir haben noch 24 Minuten. Kann ich hier irgendwas mitnehmen von? Nö, das ist alles irgendein Unsinn. Auch keine Kiste. Ah ja, hier ist eine Kiste. Okay. Wir nehmen einfach mal diese ganzen Dinger mit. Sind wir aber auch schon fast voll, weil wir ja keinen Rucksack etc. aufhaben. Dann lass uns erstmal die Leichen hochbringen. Und dann würde ich sagen, kommen wir einfach nochmal runter und suchen hier ein bisschen weiter. Was ich hier alles sonst noch so... Ja. Vielleicht finden lässt. Schauen wir erstmal, dass wir unsere Ausrüstung wiederbekommen und so, unser Anzug. Weil wir jetzt so viel Geld verloren haben. Wäre es ganz nice, wenn wir den wenigstens zurückbekommen würden. Warte mal, ich habe mich irgendwie verlaufen. Ah ja, hier sind wir richtig. Ich muss die Leiche auch noch gleich mitnehmen. Umso mehr, umso besser. Größe 1 ist auch rot geschrieben. 2 Meter. Was bedeutet das, dass das rot ist? Das ist eigentlich zu schwer für das Ding. So. Gut. Oberfläche bitte. Sehr gut. Die Leichen bleiben schön alle hier. Perfekt. Und ich bin tatsächlich dafür, dass wir mal mit der Cutter hier weiter ranfliegen. Damit wir nicht so weit laufen müssen. So, okay. Gehen wir mal hier raus. Das ist unser Schiff. Mit der könnten wir doch eigentlich direkt hier vorne landen. Das wäre doch viel besser. Und dann könnten wir probieren, ob wir die Cutter in die Hercules bekommen und dann fliegen wir mit allen zurück. Das wäre ein guter Plan. So. Ich hoffe, dass wir uns da drin umziehen können, dass wir quasi unsere Rüstung in die Cutter reinschmeißen können und dann das hier wieder anziehen können. Das wäre ganz nice. Ja, oder das irgendwie ins Schiff-Inventar rüberziehen können erstmal, weil ich glaube, mit den Leichen sollten wir auch tatsächlich nicht rumfliegen, weil wenn uns wer anhält, dann könnte es, glaube ich, sein, dass wir Probleme kriegen. Einmal bitte auf. So, schmeißen den Kollegen mal hier kurz rein. Dann machen wir mal ganz kurz zu, damit wir quasi hier drin atmen können, damit ich mich einmal umziehen kann. So, also. Holster das Ding mal bitte. Ja, dann holsterst du es halt nicht, leck mich doch. So, Vehikel persönlich. Kann ich mal auf den Dude jetzt bitte zugreifen? Ah ja, jetzt. So, wir wollen mal in das andere Menü reingehen. Okay, perfekt. Jetzt können wir nämlich, ja, können wir das hier ins Vehikel ziehen. Ja, sehr schön. Das ist gut. Okay, perfekt. Wir haben alles direkt drüber gezogen. Okay, sehr gut. Ja, das ist gut. Dann lass uns das mal zumachen. So, Vehikel. Können wir aber gerade irgendwie nicht drauf. Doch, das dauert nur einen Moment. Okay. Lass uns mal das hier hin machen. Lass uns das mal hier rein machen. Und das hier rein. So, jetzt ziehen wir den an. Ziehen hier unsere Rüstung an.
Eine arme Gott Hilfe. Rucksack. Helm noch. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Knarre haben wir am Mann. Wir könnten hinten noch das Gewehr draufziehen, beziehungsweise egal, das, dann können wir noch mehrere Gewehre mitnehmen von drinnen. Lass uns das einfach hier lassen. Genau, lass uns das mal auch alles hier ins Schiff-Inventar schmeißen, damit wir hier mehr Sachen quasi looten können. Die Frage ist, wie schaffen wir das zeittechnisch eigentlich alles? Weil die Zeit läuft hier oben, glaube ich, weiter, ne? Ja, wir müssen hier oben nämlich auch weg sein in 20 Minuten. Ne, das wollte ich so nicht. Gut, dann lass uns mal ein bisschen weiter darunter fliegen. Um nicht so weit mit den Leichen umherlaufen zu müssen. So. So, warte mal, wo ist der Bunkereingang da? Gott. So, können wir irgendwie hier so landen? Das wäre ganz nice. Oder mal ein bisschen so. Ich glaube, so sollte es ganz gut passen. Oh Gott. So, aus. Okay, 17 Minuten noch. Sollten wir prinzipiell erstmal hinkriegen. So, die Leiche nehmen wir schon mal mit raus. Einmal öffnen bitte. Licht können wir auch von mir aus anmachen. So. Oh Gott. Nicht rumbuggen, Schiff. Schön hier bleiben. So. Dann sprinten wir mal schnell hier rein. Holen uns mal die ganzen Leichen. Sorry. Tut mir leid. So, klatsch. Klatsch, klatsch, klatsch. Nächste Leiche. Schade, dass wir nicht sprinten können, wenn wir das Ding benutzen. Aber das geht leider nicht. Ich hoffe, für die Ausrüstung bekommt man wenigstens ein bisschen Geld. Wenn man die kauft, ist sie gar nicht so wenig wert. Also ich habe für meinen Anzug relativ viel bezahlt. Ich weiß halt natürlich nicht, was das hier für Anzüge sind. Aber prinzipiell hoffe ich jetzt erstmal, dass sie ein bisschen was einbringen. So würde ich auf jeden Fall... Oh Gott, das Schiff backt da rum. Ne? Hoffentlich explodiert es nicht oder so. So, den Kollegen hier noch. Eigentlich könnten wir dann erstmal mit den ganzen Dudes vielleicht starten. Damit wir hier nicht so viel Zeit verschwenden und die dann einfach im All entsorgen. Nachdem wir die gelootet haben. Sollte ja auch eine Möglichkeit sein. Ja. Ich würde sagen, wir machen das so. Lassen wir die erstmal alle hier drin. Wir gehen jetzt nochmal rein. Holen uns noch ein bisschen mehr Loot. Und dann lassen wir die Herkules einfach hier stehen. Oder mal gucken, ob wir es noch schaffen, das umzuladen. Ich hoffe. Wir probieren es mal aus. Ja, komm. Ich will es eigentlich gerne mal ausprobieren, ob wir die da reinkriegen. Und ob das funktioniert, dass wir das Ding damit transportieren. Ohne dass, weiß ich nicht, was passiert. Schau mal. Wir looten jetzt hier schnell noch ein bisschen. Nicht viel, damit wir noch genug Zeit haben. Quasi das alles durchzuführen. Wir nehmen auf jeden Fall hier diesen Granatwerfer mal mit. So. Den können wir mal holstern. Wir sollten ja zwei Waffen
von dem Kaliber Holz dann können. Nehmen wir noch die hier. Hat er die jetzt weggeworfen? Nee, das wollte ich gar nicht. Einlagern. Danke. Ja, dann scheiß drauf, nimm die hier. Können wir auch direkt holstern. Achso, ne, wir haben beide eingelagert, okay. Ja, mach mal Inventar öffnen. Können wir die da reinziehen eventuell? Hallo? Keine Ahnung, scheinbar nicht. So, gibt es denn hier noch irgendwas, was man mitnehmen könnte? Also richtige Kisten gibt es hier nicht, oder? Oder ich weiß nicht, nach was ich Ausschau halten soll. Kann natürlich auch sein. Hier war da, glaube ich, eine Kiste, die grau. Und ich muss auf graue Kisten achten. Jetzt habe ich, glaube ich, zu oft gedrückt. Hallo? Okay, vielleicht ist die auch einfach leer oder so. Graue Kisten, die hier nicht, die hatten wir schon. Ja, scheiß drauf. Wir gehen jetzt hoch. Wir haben ja ein paar Leichen am Start. Wir gehen jetzt, glaube ich, hoch. Und dann schauen wir mal, dass wir das alles noch umgeladen bekommen. Das wird ja auch einen Moment dauern. Gehen wir hier irgendwo ran? Oh. Ne, das war da oben die Missionsanzeige. Die hier vielleicht, die sind auch so leicht grau, aber ne, die sind alle so komisch. Ne, naja gut, dann lass uns mal hochgehen. Besser ist das. Bevor wir hier noch irgendwie die Mega-Strafe bekommen oder so. Und wir quasi mehr bezahlen müssen, als wir verdient haben. Ich hab mich schon wieder verlaufen. Und wo sind wir denn schon wieder gekommen? Von hier? Ah ja, von da hinten. Jetzt habe ich's. Will mal nach oben, um rauszukommen. Dabei müssen wir eine Etage tiefer. Na gut, na gut, na gut. Nicht die ultra krasse Ausbeute, aber das war jetzt nichts. Und wir haben ja noch die ganze Ausrüstung von denen. Vielleicht lohnt sich das ja. Wir sind ja auch überwiegend zum Testen da. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld haben wir jetzt? Okay, 12.000 wieder. Das ist ja einigermaßen in Ordnung dafür, dass wir so viel Geld schon wieder bezahlen mussten. So, dann schauen wir mal, dass wir das Ding jetzt hier in die Herkules reinkriegen. Ich hoffe, das geht irgendwie. Oder wenn das natürlich zu groß ist, wäre blöd. Achso, halt, warte mal. Mach mal zu, den Bumsladen hier. Sehr schön. Einmal auf, bitte. Sehr gut. Einmal rein, bitte. 12 Minuten, das sollten wir ja locker hinbekommen. So. Okay. Ich muss mal in die Ansicht hier gehen. Wo ist jetzt die Herkules? Die ist da hinten. Okay, dann lass uns mal dahinter fliegen so ein bisschen. Oh Gott. Oh Gott. Alter. Die Geschwindigkeiten teilweise, ne? Irgendwie muss ich das noch ein bisschen... Kann man nicht irgendwie langsamer fliegen? In so einem langsamen Modus? Missiles, Gen, Gun. Keine Ahnung. Die Geschwindigkeiten sind teilweise ein bisschen wild, um hier nicht überall reinzurammen. Man bewegt sich teilweise echt krass viel. Also schnell vor allen Dingen. Ich hätte gern so eine Begrenzung. Wahrscheinlich gibt es das auch irgendwie. Ich bin nur zu unfähig wahrscheinlich. So, einmal ein bisschen zurück bitte. Ich weiß nicht, wie weit das Ding da ausfährt. So. Okay. Dann einmal aufsteigen. Wir lassen die jetzt mal kurz an.
So, einmal auf, bitte. Gott, ich hoffe, wir können nicht irgendwie Schaden von den Dingen kriegen, wenn wir in die Triebwerke laufen. So, mach mal auf. Ne, hier bin ich falsch. Da muss ich hin. Entschuldigung. Oh, warum ist das jetzt buggy? Och nö. Was ist denn jetzt los? Oh ja. Oh Gott, Hilfe. Ich darf ja noch zerquetscht werden. Wir wollen in das Unterdeck. Gott, 8 Minuten. Ich glaube, es wird relativ knapp, wenn wir so weitermachen. So. Das ist ja die militärische Variante, ne? Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Wir müssen vorne rein. Boah, ich bin echt gespannt, ob wir hier reinpassen. Das kann ja was werden. Das kann ja was werden. Ja doch, aber komm, das müsste reinpassen, oder? Vielleicht sollten wir den Tachomat auf so eine Begrenzung stellen. Geht das? Aua. So. Heilung. Jungs, wir müssen uns ein bisschen beeilen hier. Ihr müsst die... Nein, nicht durchsuchen. Gib mir den fucking Pilotensitz. Alter, ihr wollt mich verarschen. So, warte mal, wir müssen uns mal einmal im Kreis drehen. Oh Gott, Alter, ich sehe schon kommen, ne? Holy shit! Ich glaube, das wird nichts. Ah, die ist einfach zu groß. Die ist zu groß, die ist zu breit. Wenn das mal nicht so umherwackeln würde, ne? Also irgendwie... So, warte mal. Wo sehe ich eigentlich die Schiffsbeschädigungen? Hm. Oh oh. Tja. Ich würde fast sagen, wir hauen ab. Und zwar ohne die Herkules. Das wird nicht reinpassen. Das wird nicht reinpassen. Schade, schade, schade. Also, wir stellen fest,
Das gute Ding passt da nicht rein. Wäre auch zu schön gewesen, wenn wir jetzt beides zusammen zurück hätten transportieren können. Okay, ich habe das Privateigentum verlassen, sehr schön. Dann geht's ja. Ja, dann müssen wir jetzt... Oh nee, warte mal, wir müssen gleich nochmal gucken, dass wir die Leichen loswerden, ne? Aber wir fliegen erstmal ein bisschen höher. Jetzt mal hier... erstmal hier den Tachomat anwerfen. Und erstmal ein bisschen weiter rausfliegen. So, bis wir hier quasi einigermaßen gut im Weltall stehen. Und dann gehen wir hinter, looten, schmeißen die ganzen Leichen raus und dann fliegen wir zurück, würde ich sagen. Klingt nach einem guten Plan. Wie hoch sind wir? Ich weiß nicht mal, wie hoch wir müssen, dass wir hier entspannt stehen bleiben können. Aber ich glaube, es ist egal. So, warte mal, habe ich das eigentlich schon zurückgestellt? Nee, dann fliegt das Ding natürlich nicht so schnell. Wenn man das so macht, dann ja, ist natürlich ein bisschen schneller unterwegs. Gut. Ich finde es ja ein bisschen schade, dass wir jetzt während des Flugs nicht aufstehen können. Und das Ding einfach weiterfliegt, aber was soll's. Dann muss es halt so bleiben, ne? Beziehungsweise müssen wir halt anhalten. So, steig mal aus. Helm haben wir ja auch. Was passiert eigentlich mit den Leichen, wenn wir jetzt gleich quasi die... Aua! Was soll das? Warum schubst du mich? Was passiert eigentlich mit den Leichen, wenn wir jetzt die Tür aufmachen? Fliegen die alle raus? Ich hoffe ja nicht. Warte mal. Die Leiche kommt mal hier hin. Das konnte man hier so richtig platzieren eben irgendwie. Das war wegen dem Dude. Den konnte man quasi das Ding auf den Rücken schnallen. So, du bleibst mal da drinnen. So, euch looten wir jetzt erstmal. So, wir schmeißen alles ins Schiff rein auf jeden Fall. Ne, hier extern. Und hier gehen wir auf Vehikel, aber... Ah ja, doch, da ist alles. Alles verschieben in Vehikel, ne? Perfekt. Ja, das ist gut, das ist gut. Okay. Warum ist... Warum ist das jetzt nicht im Vehikel drin? Passt hier nicht so viel rein? Boah, das geht aber ganz schön schnell voll. Ne, jetzt ist alles drin. Noch so ein bisschen buggy, manchmal habe ich das Gefühl. So, durchsuchen. Wir gehen hier wieder in das Menü. Wir gehen auf Vehikel. Was ist das denn bitte? Shotgun-Magazin. Achso, okay. So, alles rein da. Jetzt ist hier schon wieder die Hälfte vom Inventar weg. Also irgendwie läuft das noch nicht so hundertprozentig. So, Vehikel. Wir haben auch gar nicht mehr so viel Luft. Ich weiß auch nicht, was hier mehr ist. Wahrscheinlich sind die Rüstungen mehr wert, ne? Oh, der Helm, Alter. Ist aber irgendwie schon wieder alles weg. Naja, wir schauen mal. Gucken mal, dass wir jetzt gleich irgendwie erstmal die Rüstung darüber ziehen. So, halt, warte mal, Vehikel. So. Zack, aber wir sind auch schon bei 98%. Nummer 4 kann das Ding aber nicht lagern. Dann beschmeißen das einfach mal alles hier hin. Vielleicht können wir das ja so alles benutzen. Jetzt nehmen wir nochmal in unser persönliches Inventar. Perfekt. Jetzt hier noch irgendjemand, der nicht gelootet wurde. Ja, mehr oder weniger der eine Dude. So, das schmeißen wir alles mal hier hin. Das schmeißen wir mal dahin. Das schmeißen wir mal hier rüber. So, warte mal. Den einen hier noch. Und dann
jetzt Zeit, dass wir die Leichen entsorgen. Fallen lassen. Okay, der hat eh nur noch diesen Raumanzug. Okay, gut, dann geht's hier eigentlich. So, ich hoffe, das lohnt sich jetzt auch ein bisschen. Dass wir hier die Sachen einigermaßen gut verkaufen können. Ich würde gerne die mal darüber machen, nicht, dass die gleich alle rausfliegen oder so. Das wäre ein bisschen blöd. Tür, geh doch auf. So. Hallo? Hallo, Tür. Kann man dir nicht sagen, die soll einfach mal offen bleiben? Alter. Kann ich dir sagen, sie soll fucking nochmal offen bleiben? Nee, das wäre toll. Okay, ich glaube... Die Kiste hat es ein bisschen weggebackt. Aber das Problem ist... Mein Ding hängt irgendwie da dran. Oh Gott, ey. Kann ich das Ding jetzt mal einstecken? Du Scheiße. Ach du Scheiße. Irgendwie sind wir verbuggt. Ach Gott sei Dank. So. Kann ich mal wieder wechseln? So. Boah, wir sind aber jetzt immer noch verbuggt. No, das ist gar nicht gut. Wie kriege ich denn jetzt die Leichen da raus? Brauchen wir irgendwas Neues. Ah ja, perfekt. Okay. Jetzt sind wir wieder frei. Ach Gott, ey. Das ist ja eine Scheiße. Bleibt jetzt da liegen. Macht keinen Scheißkisten. Wir müssen uns auch vielleicht noch ein bisschen beeilen. Nicht, dass wir hier gleich irgendwo kontrolliert werden. So, Kisten sind da drinne. Passt. Tür bitte zu. Haben wir unseren Helm auf? Ich fragte, ja, haben wir. Okay, Tür zu. Ein Traum. Mal bitte auf hier. So, macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal bestimmt wieder. Ich wünsche euch einen schönen Flug, angenehme Reise. Bis bald. So, alle Leichen weg. Sir, auch Sie müssen leider dieses Schiff verlassen. Wir nehmen keine blinden Passagiere mit. So, alle Leichen draußen. Hoffe ich. Polstern. Sehr gut. Kann ich die eigentlich auch nehmen? Kann ich. Kann ich die jetzt irgendwo platzieren? Kann ich. Vielleicht kann ich die mal ein bisschen ordentlich irgendwo hinstellen. Ne, das packt schon wieder an, ja, jetzt. So. Okay, sehr schön. Muss hier nicht alles so wild rumliegen, ne? Also, die Tür fuckt mich ein bisschen ab. Was man denn nicht sagen kann, sie soll einfach fucking nochmal offen bleiben. Sehr schön. Tür, Alter. Reg mich nicht auf. Nimm das jetzt. Danke. Sie ist offen geblieben. So, platzieren. Ja. Ach, kein Scheiß. Mach keinen Scheiß, Kollege. Okay, geht doch. So, jetzt noch die letzte Kiste, dann haben wir es aber auch. Meine Güte. Eine schwierige Geburt gewesen. Und am Ende kriegen wir wahrscheinlich
100, wie heißt das? UEC oder so. Rast dich aber aus. Das wollte ich eigentlich gar nicht, aber ist okay. Läuft. Passt schon. So, den Rucksack, den können wir da liegen lassen von mir aus. Dann setzen wir uns mal wieder ans Steuer und cruisen zurück nach Arkorp. Können wir schon mal Sternmäppchen aufmachen? Maps. Arkorp. Da ist doch Arkorp. So, wir wollen nach Area 18. Achso, warte mal. Bevor wir hier lang rumsuchen, machen wir es doch einfach so. Mein Traum. Gut. Wir müssen noch... Ne, wir waren schon richtig. Ah ja, da hinten ist das Ziel. So, dann einmal bitte mit Lichtgeschwindigkeit zurück. So. Einmal noch dahin und dann müssen wir nochmal springen. Ne, ich glaube, das war's schon. Obwohl, ne, wir müssen bestimmt nochmal zur Stadt runterspringen. Ja, dann fliegen wir mal in das Hangarchen und dann müssten wir... Ich weiß gar nicht, wie verkaufen wir denn? Ich glaube, wir gehen einfach in den Laden und verkaufen aus und wählen dann das Schiff aus, ne, zum Verkaufen. Oh, ich freue mich schon, wenn bald, hoffentlich bald, diese richtige Hangarverwaltung reinkommt. Also das spricht, dass du die Waren richtig abladen musst und so weiter. Da habe ich ja mega Bock drauf. Wird bestimmt richtig cool. Schön so ein fettes Frachtschiff beladen, entladen, schön Sachen verkaufen. Vielleicht mit zwei, drei Leuten. So im Team. Keine Ahnung. Einer holt den Container ran, einer packt sich ins Schiff. Dann eine richtig schön weite Strecke, wo man noch so, keine Ahnung, 20 Minuten in so einem Quantum Drive ist und dann kann man sich ein bisschen an Bord chillen, eine Runde Schach spielen. Vielleicht gibt es ja in irgendeinem der Handelsschiffe auch so ein Schachspiel wie in dem einen Schiff. Was war es nochmal? Die Constellation, glaube ich, ne? Oh, die Wolken, ne? Oh, ich liebe die Wolken in diesem Spiel. So, wo, ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Aufzug, Aufzug, Aufzug. Ich nehme mal an. Naja, wir müssen mal in die Richtung, glaube ich. Was? Fließt was? Habe ich irgendwer gerade vollgequatscht? Nicht, dass ich hier wieder gescannt werde. Und ich es nicht mitkriege. Gehen wir mal in den normalen Flugmodus. Hier müsste ja die Lande. Ja, hier ist die Landestation. Okay, okay, okay. Andere Anfrage, Alt-N. Please proceed to sign landing bay. Hangar 1, sehr schön. Ist auf der anderen Seite aber, glaube ich, ne? So, warte mal, wir gehen mal hier so in den Querfahrmodus ein. So, ja, bis... Oh Gott! Das war knapp. Drehen uns mal ein bisschen. Und dann fliegen wir mal ein bisschen rückwärts. Rückwärts, 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 rückwärts. Und irgendwo hier müsste der Hangar 1 sein. Ah ja, da unten ist er schon. Sehr gut. So, dann lass uns mal ein bisschen tiefer gehen. Und ein bisschen vorwärts fliegen. Ich will die Safe Zone aber nicht verlassen. Ach so, der Unterschied ist auch, dass man ja... Ach, jetzt weiß ich auch, warum ich so schnell unterwegs war vorhin. Man kann ja die... Das habe ich völlig falsch gemacht. Wenn man hier unten rumfliegt, im Landemodus quasi, dann muss man ja nicht gedrückt halten, um die Geschwindigkeit zu halten, sondern man stellt eine Geschwindigkeit ein.
indem man quasi einfach nach vorne drückt und dann hält man die. Jetzt habe ich hier zum Beispiel, weiß nicht, 7 Meter pro Sekunde oder was auch immer das für eine Anzeige ist. Von daher brauche ich gar nicht. Was ist mit dem Hangar los, Alter? Ich hab Angst. Ah, okay, er lädt. Braucht man gar nicht die ganze Zeit drücken. Und ich habe vorhin die ganze Zeit immer hierhin gedrückt, da hingedrückt und deswegen bin ich auf einmal so schnell geworden. Und so. Nee, nicht nach oben mit der Nase. Fahr mal rein hier in das Ding. So geht das nämlich auch schon viel entspannter und geschmeidiger. Guck, kann man sogar bis auf theoretisch 1 km/h. Und dann passt das easy. Dann kann man auch ganz entspannt lenken. Das habe ich vorhin völlig falsch gemacht. Aber weil man auch in der Außenansicht überhaupt gar keine Übersicht hat, zu dem, welche Geschwindigkeit man aktuell drauf hat. So, jetzt können wir mal langsam bremsen. Da können wir mal ein bisschen rüber gehen. Zack. Zack. Und dann sind wir safe, würde ich sagen. Wir noch mal so ein ganz kleines Stück hier rüber. So, dann haben wir eine perfekte Landung gleich. Sag ich doch, wenn man zu doll drückt, wird es einfach viel zu schnell. Och, ich muss unbedingt den Dings anschließen, glaube ich. Den Joystick. Damit kann man das, glaube ich, viel präziser machen. So, alles aus. Wir können aussteigen. Hallo? Ah ja, geht doch. So, und dann wollen wir mal ganz kurz gucken. Können wir jetzt eigentlich... Warte mal. Einlagern, verstauen nicht möglich. Wir nehmen es erstmal. Kann ich das jetzt irgendwie in unser globales Inventar ballern? Nee, irgendwie nicht. Warum auch immer fallen lassen. Warum nicht? Einlagern. Ah ja, das kann ich einlagern. Okay. Öffnen. Ah, warte mal, öffnen. Öffnen ist gut. Wenn ich es öffne, kann ich es doch hier in das lokale Lager ziehen, oder? Aus irgendeinem Grund nicht. Warum nicht? Warum kann ich das nicht rüberziehen? Ich würde sagen, wir lassen aber alles im Vehikel. Dann können wir das besser trennen mit dem, was wir verkaufen wollen. Und vor allen Dingen sehen wir dann auch, was hier wie viel Geld bringt. Warum kann ich das jetzt hier nicht rüberziehen? Oha, das Spiel war abgestürzt, aber wir sind tatsächlich immer noch in unserem Schiff. Sehr geil. Okay, pass auf. Wir machen jetzt Folgendes. Das ist mir sogar noch nie passiert, dass das Schiff abgestürzt ist. Doch, das Schiff ist mir ja schon mal abgestürzt. Ich meine natürlich das Spiel, dass das abgestürzt ist. Mir tatsächlich noch nie passiert. So. Wir schließen jetzt hier mal alles. Und gehen mal hoch. Und gehen zu einem Laden. Und dann schauen wir mal, ob wir das hier alles aus dem Schiff heraus verkaufen können. Und wie viel Geld wir verdienen dadurch. Ob sich das lohnt. Ich bin gespannt. Hallo? Ah ja. Nur die Anzeige hat es irgendwie nicht angezeigt, dass der Fahrstuhl kommt. Irgendwie alles gerade ein bisschen zeitversetzt. Und mich hat es irgendwie gewundert, dass ich die Kisten nicht ins in unser lokales Inventar ziehen konnte. Das war ein bisschen seltsam. Sah gerade aus wie ein Polizist. So, ne, hier sind wir falsch. Hier sind wir komplett falsch. Da müssen wir lang. So, dann gehen wir eigentlich können wir ja eh nur zu dem Klamottenladen, oder? Da direkt verkaufen, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wo wir sonst verkaufen könnten, sollten.
Ja, wir verkaufen bei dem Klamottenladen. Ist ja auch der richtige Ansprechpartner für Klamotten. Nee, nicht Bevit. Wir müssen da hinten hin. Ach du Scheiße. 3, 2, 1. Nein! Naja. Das Ergibt kommt in 20 Minuten. Ach, 20 Minuten. In 20 Sekunden eine neue Bahn. So, warte mal, wie viel Geld haben wir aktuell? Kommst du dich schon, glaube ich. 12.223, das müssen wir uns merken. So. In 16 Sekunden, okay. Nee, das lohnt sich jetzt nicht. Ich meine, wir haben hier 5 Anzüge, glaube ich. Bisschen Klimbim, aber so viel ist das gar nicht, ne? Das kann sich gar nicht so krass lohnen. Wie Kram ist es ja letztendlich gar nicht. Und was gibt es für so einen Anzug? Je nachdem, was das für ein Anzug ist, wahrscheinlich auch gar nicht so viel, oder? Naja, wir lassen uns mal überraschen. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir hier am besten anderweitig Geld machen. Aber vielleicht am besten einfach erstmal Missionen machen. Eine nach der anderen. Bis wir dann so viel Geld angespart haben, dass wir vielleicht mal eine größere entweder Mining-Mission machen können. Also das heißt Mission, das macht man ja auf eigene Faust. Oder eine Transportgeschichte, also Handel. Irgendwas einkaufen und dann irgendwo hinfliegen und verkaufen. Das könnten wir ja sogar mit unserem kleinen Schiff schon im geringen Maß machen, indem wir das vielleicht irgendwie verbinden mit anderen Missionen, vielleicht mit Liefermissionen oder so. Müssten wir uns mal raussuchen, wo man ganz gut irgendwas kaufen kann und wo man das gut verkaufen kann. Da gibt es ja so, so Listen, wo man das nachschauen kann. Ja, und dann schauen wir mal. Junge kommt hier an uns vorbei geschossen. Die ist schon mit dem Affenzahn unterwegs gewesen. Wenn wir mal so schnell fliegen würden, dann wären wir schon 10-mal da. Aber unser Ding schleicht hier. So, mach auf den Spaß hier. So, dann zum Klamottenladen. Lass mich kurz überlegen. Lass mich kurz überlegen. Wir haben ja eh nur eine Wahl, wir müssen hier durch. Und dann müssen wir da hinten lang. Nee. Doch. Oder? Ich glaube. Egal. Nee, hier sind wir falsch. Warte mal, müssen wir doch da hinten rum. Nee, da ist der Dings. Warte mal, hä? So, dann zeig mal her, was hier so abgeht. Mach mal auf. Wir gehen mal hier an so ein Ding dran. So, wir wollen verkaufen. Wir wollen die Quelle wählen. Das müsste... nee, nicht die... Doch, die Cutter sein, na klar. Das passt. Cutter. So. Okay. Ja, doch. Ich nehme es eventuell zurück. Könnte sich ja vielleicht doch ein bisschen lohnen. So, pass auf, verkaufen. 790. Was nice wäre, wenn man irgendwie einfach alles verkaufen könnte, aber da sehe ich aktuell leider gar keinen Button für. Äh, 12.225 hatten wir, glaube ich. Alles verkaufen, alles raus. Eins, aber eins ist aber nicht viel. Ja, da soll ich mal ein bisschen, ruhig mal ein bisschen mehr geben können. Oh, es könnte vielleicht noch ganz gut was zusammenkommen. Schauen.
Dann haben wir vielleicht unsere Verluste von unseren von unserem kleinen Tod wieder gut gemacht. Das wäre ja ganz nice. Junge, 2500 für die fucking Shotgun? Was? Ich dachte, die kostet irgendwie, keine Ahnung. Hätte ich jetzt so auf $200 getippt. Wir verkaufen alles, wir brauchen das nicht. Das ist alles von den Dudes. Das Verkaufen ist allerdings ein bisschen nervig gemacht. Da sollten sie sich mal irgendwie was Besseres einfallen lassen. So ein Markiersystem und dann, keine Ahnung, alles verkaufen oder... Weiß ich auch nicht. Das fühle ich jetzt hier nicht so. Ah, auch scheinbar das, was im Schiff rumliegt. Weil der Rucksack, der liegt ja da irgendwo auf dem Boden rum. Okay, wir hätten das theoretisch alles gar nicht einlagern müssen. Oder wir brauchen das alles nicht einlagern. Aber macht ja auch Sinn, weil die ganzen Handelsschiffe, die haben das ja auch alles in Containern auf dem Schiff stehen. Von daher ist ja eigentlich logisch. So, ach Gott, ist das mühsam. Bitte, patch das, aber okay, das fällt ja eh bald weg, weil wenn man das dann eh nicht mehr kann, wenn man eh dann das alles per Hand machen muss, dann, ja, hat sich das eh erledigt. Ist tatsächlich auch gar nicht, glaube ich, dauert das auch nicht länger. Wenn ich hier alles einzeln verkaufen muss, dauert das bestimmt länger, als wenn ich das per Hand aus dem Schiff auslade in einem großen Container. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das sogar schneller geht. Und nicht so nervig ist. Aber wir haben es gleich geschafft. So, ich bin gespannt, wie viel Geld wir gleich haben. In unserem Konto. Und ja, vielleicht hätten wir einen jetzt davon behalten sollen, können, müssen, dürfen. Keine Ahnung, ich wollte jetzt wissen, ob sich das lohnt oder nicht. Ich habe mir die Sachen jetzt auch nicht angeguckt im Detail. Das irgendwie vielleicht Sinn macht, irgendwas davon zu behalten. So. Ja, ich glaube, wir haben alles. Ich kann nochmal hier in die ganzen anderen... Achso, das ist unser Backpack. Das sind unsere ganzen Klamotten. Ist hier sonst irgendwo noch was drin? Herkules, das sind unsere ganzen geliehenen Schiffe. Nö. Okay. Ist unser Ranger noch irgendwas? Nee. Okay, perfekt. Dann schauen wir mal, wie viel Geld wir gemacht haben. Zeig mal her. Oh, 31.000. Okay, ja, doch. Knapp. Nicht ganz, aber fast 20.000. Also eher 19.000. Aber ja. Lässt sich doch durchaus sehen, dafür, dass wir hier so ein paar Gegner da gelootet haben. Wenn man das in einem größeren Stil machen könnte. Könnte man da ganz gut Geld zusammenbekommen, denke ich. Das waren ja jetzt, wie viele Gegner haben wir da mitgenommen? 5 oder so? Wenn man irgendwie so 20 oder so in so einen größeren Frachtraum reinknallt und die dann lootet, dann kommt da schon einiges zusammen. Plus, wir haben uns ja gar nicht so sehr auf der Station umgesehen, beziehungsweise vielleicht habe ich auch vieles übersehen. Da liegt ja auch noch ein bisschen Loot rum. Plus das Geld von der Mission. Das waren 8000, glaube ich. Ist das doch eigentlich ganz nett. Bedeutet aber auch, kann ich das mit meiner 315p machen? Ja, doch kann ich. Ich kann die ja oben reinwerfen durch die Luke. Und dann da oben auch looten. Ja, doch, das geht auch mit der. Also passt. Sollten wir vielleicht in Zukunft mal öfters machen. Aber wir schauen uns natürlich auch die anderen Missionen an. Aber wir werden diese Folge erstmal jetzt beenden. Ich denke, die geht schon lang genug. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo oder einen Daumen nach oben da lasst. Gerne natürlich auch beides. Und ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Mal schauen, was wir da für eine Mission angehen werden. In der Zwischenzeit kommen auch sicherlich noch die ein oder andere Schiffsvorstellung, weil ich mir noch ein paar ausgeliehen habe von der Messe. Ja, da mache ich auch das ein oder andere kleine Video zu. So, dass quasi jeden Tag ein Video zu Star Citizen kommt und quasi nur alle 2 Tage so eine Story
in Anführungszeichen Folge, also eine Missionsfolge. Und das andere halt so ein kleines Vorstellungsvideo ist. Und was wir dann machen, wenn das so nicht mehr der Fall ist. Mal schauen, vielleicht kommt dann jeden Tag eine Folge oder es bleibt bei alle zwei Tagen. Mal gucken. Ja, wie dem auch sei, ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, ciao.